Oh, okay. Es geht weiter. Leute, es geht weiter. Jetzt dreht er auf. Jetzt hat er 6 Runden lang eingestellt. Jetzt... Quark und willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Overwatch. Suspect steht hier 5-0-1. CT auf das 2. Und Alter, da hat er gerade aber durch den Smoke kassiert. Oh, Kiwi ist ein Hacker. Nice. Haben wir hier wieder einen Fall von Hacker gegen Hacker. Dass unser Suspect jetzt denkt, okay, der hackt rein. Kann ich auch. Weil das war obvious, dass Kiwi gerade hier reingehackt hat. Mal gucken, was vom Suspect jetzt kommt. Stump auf jeden Fall der schönen Beta, den Juan Dick gedrückt. Suspect läuft hier zwischen B hin und her. Spätestens jetzt müsste ja klar sein, okay, da ist keiner. Oh, nice, ja, okay. Auch da lag eine Smoke. Eigentlich. Kämpfst du im Moment nicht so mit den Smokes, ne? Die blenden sie ganz gerne mal aus. Alter, Kiwi drückt da richtig hart rein. Ich glaube, da muss der Suspect auf jeden Fall seinen Trigger anmachen. Wow, Kiwi. Stark. Raytech auf jeden Fall auf der anderen Seite. Suspect, ich schätze mal, er hat jetzt genau das gleiche vor. Ich schätze, er hat genau das gleiche vor. Was ich super witzig finden würde. Kiwi ist hier die Nummer 0. Der kommt jetzt über lang. Weiß natürlich, wo er steht. Zack. Sag mir nicht, der wurde reported, weil er jetzt die ganze Zeit in der AFK war. Dann ist das nämlich leicht unspektakulär. Okay. Ja, doch, krass. Spannend. Vor allem, weil er halt den einen Deagle-Klick auf jetzt hier die Ecke, wo Flut gerade steht. Oh, jetzt ist er da. Sozusagen, da wirkte es schon so, als ob er zumindest schon mal so einen leichten Aimer oder sowas anhatte. Oder Schmock. Jetzt ist er wieder da, aber das Programm noch nicht richtig eingestellt. Er muss noch ein bisschen Settings machen. Ich bin verwirrt. Was hat er vor? Immer so diese Mikro-Movements. Das ist, glaube ich, wenn er irgendwie an seinen Einstellungen ein bisschen rummoved. Ich bin gerade leicht verzweifelt, weil er ist halt AFK. Schon die 4. Runde? Da ist er mal wieder tot. Ja, doch, krass. Vor allem... theoretisch würde ich ja sagen, gegen einen Hacker, wenn du AFK gehst, Griefing zu drücken, ist halt irgendwie ein bisschen doof, aber... generell AFK zu gehen, dann brauchst du auch kein Matchmaking spielen, weil da gehst du von aus, dass du gegen Hacker spielst. Vor allem bei so Rage-Hacker, da wird es non-prime sein. Da dann einfach AFK zu gehen, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil. Wir nehmen hier gerade mal und machen hier einfach mal vierfache Geschwindigkeit. Gucken, ob er überhaupt nochmal zurückkommt. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder back in business. Zumindest war er erst kurz. Er ist da. Oh, hat gekauft. Oh, okay. Es geht weiter. Leute, es geht weiter. Jetzt dreht er auf. Jetzt hat er 6 Runden lang eingestellt. Jetzt... das war jetzt sehr enttäuschend. Was? 6 Runden AFK für das? Was war denn das für ein Overwatch, Leute? Was war das denn? Spielbehinderung. Ja. Er war AFK. Klar, es wirkte einmal da kurz wie so ein Baller, vielleicht auch hier irgendwas, aber... das,
Vielleicht war es auch einfach mal ein Deke da, dahin, so ein bisschen predicted. Aber er war halt einfach jetzt so 90% des Overwatch AFK. Ja, cool. Wir haben auf jeden Fall trotzdem einen Hacker zugeguckt aus dem Gegnerteam. Wenn euch die extremst komische Runde trotzdem gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, ne? Bei mir geht's immer was Neues. Da sehen wir den Hacker im Gegnerteam und unser Dude ist AFK und wird trotzdem reported. Kriegt trotzdem aber auch wirklich Griefing für reingedrückt, weil der Kiwi ist ja auch das ein oder andere Mal gestorben und da hätte man theoretisch weiterspielen können. So ist das. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Urteil abgeben und ciao.